willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo, zu einer weiteren Haarfolge. Viel zu großen Schwader, ey. Ich weiß gar nicht, was wir uns dabei gedacht haben. Schwader? Wender. Ich dachte, vorhin war es noch ein Wender. Jetzt ist es ein Wender, ja. Ah. Der Wender ist natürlich auch viel zu groß. Der Schwader war schon mega. Ich weiß nicht, weshalb wir uns direkt, das größte Equipment gekauft haben, ey. Macht null Sens. Weil? Ich glaube, weil warum? Ja, ich komme hier nicht durch. Keine Chance. Ja, weil Baum. Weil Baum? Weil Baum. Weil Toastbrot. Nee, weil Baum. Toastbrot ist doof. Dumm wie Toastbrot. Ich gebe die Seemaschine zurück. Jo. Hab vorher auch ausgeleert. Und dann bringe ich das Wasser zu den Gewächshäusern. Jo, warte, dann tauschen wir kurz Traktoren. Warum? Weil an den Fendt kein Frontlader dran geht, oder? Nein. Oh. Spielst du Traktor oder? So, ich guck mal, ob ich hier kurz um den Baum rumpacen kann. Nur es könnte sein, dass mein Internet leicht eventuell gleich ist. Das wäre schade. Ich sag nur vorher Bescheid. Nicht, dass ich wundere. Also wenn es passiert, bist du selber schuld, weil du hast angekündigt. Nee, wenn man es ankündigt, dann passiert es nicht. Denkt er. Denk ich. Du. So. Alle anderen auf der Welt. Außer du natürlich. Wo bist du denn? Ah, da bist du schon, okay. Alter, voll durch die Schafe durch. Ach, und immer diese... Ja, was? Mach's tot so, die Schafe hauen ab. Mach's selber. Ja, ja. Letzte Folge hat er noch verlangt, dass er Premium Plus Plus Supporter wird. Habe ich gar nicht verlangt. Ich habe nur gefragt. Ups. Ja, jetzt wird's aber langsam mal Zeit. Nee. Habe ich nicht gesagt. So. Ich werde auch immer Premium Supporter bei dir bleiben. Weil ich einfach Premium habe. So. Ich wende hier kurz und dann müssen wir gucken, dass man die. Also die Gewächshäuser. Befülle aber alle so ein bisschen. Dass wir heute Nacht viel Geld machen. Je mehr befüllt sind, desto mehr Geld kriegt man. Naja, nee. Ja, nee. Ja? Es ist doch eigentlich egal, ob 2 oder 3 voll sind und dann 5 oder 6 nur angefüllt. Ja, alles so ein bisschen. Wenn du 5 Gewächshäuser voll hast, angefüllt hast, produzieren ja 5 und nicht nur 3. Ja, aber es ist ja trotzdem die gleiche Menge. Nee. Wenn du jetzt das eine voll knallst und das produziert die ganze Nacht, dann hast du einmal Geld verdient. Ja. Gut. Kannst du jetzt aber 3 zur Hälfte oder 3 ein Drittel voll knallen und die produzieren auch die ganze Nacht, dass es dreifache verdient. Ja, meinetwegen. Mir egal. Ich widerspreche dir einfach nicht. Ist am einfachsten. Das ist meine Logik. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist die ja falsch, aber... Ja, deine Logik ist abhanden gekommen. Kappa. Nein, natürlich nicht. Nee, ich bin mir nicht sicher. So würde ich jetzt sagen. Je mehr Dinger arbeiten, also, desto besser. Logik wäre jetzt, dass... Wenn eins voll befüllt ist oder 2 nur zur Hälfte, ist meines Erachtens gleich. Genau, deshalb habe ich ja von 3 gesprochen. Ob nun von 3 oder 5 oder 6? Nee.
alles das gleiche hier. Glaube ich nicht. Das wäre ja doof. Für was sollen sie dann fünf Gewächshäuser hin machen? Dann reicht ja, wenn eins da ist. Nee, weil man extra viel Geld machen will. Ja, funktioniert ja laut deiner Logik nicht. Ja, wenn man alle voll befüllt hat, dann funktioniert's. Ja, deshalb gucken wir, dass alle heute Nacht produzieren können. Das ist immer diese Logik. Mach ich halt, wie du es willst. Warte mal. Das Gras kann warten. Die Tiere sind ja erstmal versorgt. Ah, ich hätte gar nicht den Frontlader-Trikot gebraucht. Und den Kramer ja noch am Hof. Willst du mich irgendwie? Ist mir gerade eingefallen. Jetzt hast du mir meinen schönen Messerfürbis geklaut. Ja, nur interessant, wenn ich wüsste, wo die Anhänger stehen. Die stehen immer noch bei dem Pferdeteil. Also, verdammt, stimmt. Ja, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Habe ich gemerkt. Schmeiß ich mal gerade ein paar Käse ins Regal. Ich hole dann aber trotzdem gleich nochmal Wasser und mach die voll. Ja, Wasser ist wurscht. So viel Mist haben wir sowieso nicht. Ich mach trotzdem alles voll mit Wasser. Ich kann ja mal gucken. 3000 Mist haben wir. Glaube ich immer. So ungefähr 1000, glaube ich. Geht rein. Nein. Habe ich drin. Jetzt habe ich, hier bis zu 1500 habe ich. Mhm. Ist eine Prozentanzeige? 1500 sind 30%. Okay, also geht 4-5 rein. Krasser Rechner. Wird da irgendwas angezeigt, wie lange das drin, also wie lange das verarbeitet wird? Nö. Überall, wo ich schon Wasser reingemacht habe, sind schon Tomaten erschienen. Ja, aber ich dachte, dass es hieß, dass erst produziert wird, wenn beides drin ist. Keine Ahnung. Sonst wäre ja easy going. Mhm. Reicht's ja, wenn wir eins voll machen. Alle mit Wasser voll machen und lassen die produzieren. Wenn das dann funktioniert. Glaube ich nicht. Aber wir werden mal sehen. 200. Ja, warte, was? 250 produzieren die in der Stunde, gell? Keine Ahnung. Morgen schwimmen wir im Geld. Noch eine Pflanze. Ja, wenn wir die voll haben, können wir schlafen gehen. Ich mach die einfach alle voll. Tu das. Dauert zwar minimal länger, aber mir egal. Reicht nicht ganz. Nein. Ach, damit. Ich hab da hinten den Hans-Peter gesehen, deshalb wollte ich da nicht lang fahren. Ich dachte, du stehst mir im Weg, deshalb. Ich stehe hier am Wasser, 5 Kilometer weit entfernt. Dun, 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 dun.
Ich verrat sowas. Für das bisschen. Ups. Mist lohnt sich halt nicht, das Förderband hier hinzustellen. Wie viel haben wir denn? 3000. Bruder, muss los. Ja, voll die Masse, hey. Christian, noch nicht mal eins voll damit. Ich will auch keins voll. Diese ja, laut deiner Logik nicht. Laut meiner Logik füllen wir in jede 300 rein und verdienen dann das Fünffache. Nee, das Elffache. Dann glaub doch deiner Logik. Ich glaub meiner Logik und du glaubst deiner Logik. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Das nächste Mal werden wir sowieso mehr Mist haben. Wir ballern jetzt in das eine, in eins alles rein. Ja, okay, dann testen wir es mal. Genau, wir hauen in eins jetzt alles rein. Und wer nicht recht hat, was muss er dann tun? Der darf alle Fahrzeuge schrubben. Cool. Dann würde ich sagen, man muss gar nichts rein tun. Also meine Sicht, ein Gewächshaus, fünf Gewächshäuser produzieren das Fünffache an Geld. Tigerfarms Sicht, ein Gewächshaus produziert genauso viel wie fünf. Wenn man es voll macht. Und bei dir, wenn man es nur ein bisschen voll macht, also ein bisschen. Ja. Darf man nicht vergessen. Das ist egal, aus meiner Sicht. Solange es die ganze Nacht produziert, ist es gleich viel. Der Tent ist echt dreckig. Nicht putzen. Was darf der machen, der verliert? Ja. Das wird ein paar Tage dauern. 3333 Mist haben wir. Die Hühner produzieren keinen Mist, gell? Hä? Die Hühner produzieren keinen Mist. Nee, wenn es nicht da steht. Als ob ich guck. Nein, produzieren sie nicht. Die produzieren mich nicht. Wir gucken gerade in der Schule einen Film über Sophie Scholl. Ah ja. 5000 Wasser geht rein. Jeweils. Wahrscheinlich. Okay. Dann geht wahrscheinlich auch 5000 Mist rein. Sehr wahrscheinlich. Die Frage ist ja, wie viel Mist wird in einer Stunde verarbeitet? Deshalb würde ich jetzt erstmal sagen, ich kippe in das Silo alles, in das eine alles rein. Und in das eine Getreide, Gärtnereiteil da Treibhaus. Dann schlafen wir eine Stunde und gucken, wie viel verbraucht wird. Ich glaube, man kann nicht eine Stunde schlafen. Dann eben zwei. Ich glaube, geht auch nicht. Ich glaube, Minimum ist fünf oder so. Alter, es gehen zwei und wenn ich jetzt recht habe, dann wirst du nie wieder widersprechen. Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Zwei ist das Minimum. So, wir nehmen die goldene Mitte hier. Die zwei, die vorderen sind komplett befüllt. So. Ja, mach mal die Luke auf hier. Ja. Glaub. Ja. Es passt, genau. Muss nur aufpassen, nach oben habe ich nicht so viel Platz. Oder? Oh, ich komm hier. James Bond mit. Voll! Rein. 3000 gehen nur rein. Ja. Vom Mist. Warte. Zeit 1. Dann gehe ich mal nach. Komm, willst du schlafen? Ja. Ja, damit man sieht, was richtig ist. Schlafdauer. Mhm. Es gehen nur 5. Wie viel hast du jetzt gemacht? 2.
2. Was ist sonst? Oh. So, jetzt gucken wir kurz nach, wie viel Mist verbraucht wurde. Wo steht denn das? Das steht, wenn du im F1. Sich. In 2 Stunden. Und wie viel Geld haben wir verdient? Nichts. Kommt es erst 24 Uhr? Ich glaube, ja. Okay. So, aber dann reichen ja 50. Warte. Was machst du denn schon wieder hier? Dann befülle ich das nebendran nämlich auch noch. Dann gehen wir nochmal 2 Stunden. Nee. So funktioniert das nicht. Geh nochmal 2 Stunden schlafen. So, 1600 Einnahme. Von 4 Stunden. Jetzt mache ich ein zweites noch voll. Warte kurz. Und hier sind 100 weggegangen. Was? Ach, das kann man jetzt gar nicht mehr so testen, gell? Was los? Rede endlich. Ich weiß nicht. Was denn? Ich hänge auf der Leitplanke. Ich kann ich doch nichts dafür, wenn du nicht fahren kannst. Ach, runter. Jetzt hänge ich aber am Zaun. Doch nicht. Ja, was macht der hier? Das ist Tor zu. Naja. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Ich hab recht. Die gefahren darf die Fahrzeuge schrubben. Und schaut gerne morgen wieder rein, 19 Uhr, beim Let's Play Hofbergmann. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Er ist beleidigt. Es ist ja noch gar nicht bewiesen. Sag trotzdem Tschüss. Hab ich doch eben. Nichts gehört. Tschüss. Tschüss.